ich sehe genauso verrückt aus wie ich. Wie so ein Pilzkopf. Das sind Touris heute. Hey, neuer Start in der Woche und da steht sie dann auf einmal mit Helm und Roller. Ja, wir haben... Hallo erstmal, die neue Woche. Wir haben uns einen Roller ausgeliehen, weil es ist kein Wind. Wir haben ihn gerade abgeholt, abends, und dann haben wir den bis morgen Abend um 6. Und jetzt haben wir noch kurz einen Ausflug gemacht nach Fanaraki. Hier kann man nämlich Klippen springen und die Abendstimmung ist so schön. Ja, Klippen springen, das machen wir jetzt. Und ich sehe genauso verrückt aus wie so ein Pilzkopf. Jetzt zieh dich um, hätte ich gesagt, und jump! Ich zieh gar nicht so ins Wasser gerade, muss ich sagen. Ah, das wird herrlich sein. Es ist so heiß. Es ist richtig angenehm, die Temperatur. Und wie ist es? Tja, frisch und salzig. Voll beim Flipflop gerutscht. Nasse Füße im Flipflop. So, mir reicht's. Ja. Der auch. Nassen, trockenen Bikini an. Und dann trinken. Trinken. Am Strand. Ja. Und dann lassen wir die neuen Leute da springen, wenn die möchten. Guten Morgen. Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Richtige Touris heute. Mhm. Wir machen sogar Kultur. Ja, wir sind auf ein archäologisches Gebiet. Gebiet, Grundstück. Das heißt Präservation. Oh ne. Ephorat of Antiques of Lesbos. 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 Lesbos steht hier. Okay. Ja. Ja, eigentlich wollten wir zu da unten als Höhlen. Zu Caves. Aber anscheinend muss man hier durch und dann Eintritt zahlen für das archäologische Center. Naja, haben wir gemacht. Machen wir. Jetzt laufen wir mal runter. Genau. Sieht auf jeden Fall echt traumhaft aus hier. Und gefühlt sind wir die einzigste auf der Insel im Moment. Ja, irgendwie schon. Der Campingplatz ist so voll wie noch nie, aber die Insel ist leer. Ja.
Und? Also wie viel vor Christus? 3000 vor Christus, hätte ich gesagt. Okay. Das ist sehr alt. Steht auch nicht mehr viel. Nee. Stand wahrscheinlich nie viel. Doch, schau. Ach, so viel stand da? Ein Tempel. Ach so. Ja, nee, jetzt nur noch ein bisschen Fundament, so wie es oft ist, ne? Der Platz wurde aber echt an Megalage gebaut. Also die Aussicht ist schon richtig, richtig schön. Und das Wasser richtig blau, da gehe ich jetzt mal nach unten. Die haben gesagt, man darf hier eigentlich nicht schwimmen, Kate. Ja, aber wir haben gehört, alle schwimmen da. Ja, man darf nicht schwimmen, nur rein, also durchlaufen. Und wir müssen angezogen wieder zurückkommen. Ja. Wir müssen so wieder zurück, also ja. Nicht nackt. Okay. Genau, zieh die Kleidung wieder an. Yay, zur Höhle geschafft! Ja, man muss ja. Man hätte sie fast übersehen. Das ist die Höhle. Man muss echt, wenn man da rein will, reinschwimmen, aber darf man ja eigentlich nicht. Also berichten, wie war es eben? So wie war es im Höhle? Okay, aber nee, jetzt nicht mega spektakulär. Nee, noch nicht besonders. Nee. Kleine Höhle. Ja. Auf jeden Fall die Erfrischung im Wasser, das war richtig gut. Jetzt müssen wir trocknen lassen, dass wir vielleicht wieder die Kleidung von vorher anziehen können. Wir wollen ja nicht baden. Nee, stimmt. Warten, bis die Haare wieder trocken sind. So, das dauert. Aber auf Google Maps sieht man überall, wenn man die Höhle eingibt, sieht man auch überall die Leute hier im Wasser ja, in der Höhle ja. Stehen und so. Sie hat auch irgendwie gemeint, komm einfach mit normaler Kleidung wieder zurück. Also, sie hat, nee, genau hat sie gesagt. No baiting. Ja, nee, nicht no baiting, sie hat gesagt prinzipiell. Okay. Also im Prinzip ist Baden nicht erlaubt. Okay, aber es guckt niemand. Ja. Und dort ist ein Amphitheater. Ein kleines. Was sagst du? Ja, sieht gut aus. Aber man zahlt 6 Euro zum Reingehen. Also und dafür zu zweit pro Person 3. Das haben wir gerade auch schon gezahlt. Ist es recht klein und wir haben eigentlich schon einen richtig guten Blick hier drauf. Genau. Da kommt ein Auto. Schauen uns einfach von hier an. Ja. Ich hätte gesagt, wir schauen es jetzt einfach so von hier an. Von innen sieht man, glaube ich, nicht. Und es ist so warm, wenn wir Bewegung sind, dann ist es eigentlich ganz nett auf dem Roller. Wenn wir bergab gehen, weil wenn wir berghoch gehen, dann stehen wir irgendwie fast still. Dann fahren wir 10 km/h oder maximal 20. Der Roller packt einfach nicht. Der wird uns. Manchmal habe ich echt Angst, du musst absteigen und schieben. Ja, und du? Bleibst sitzen oder was? Ja. Okay. Ja, aber ich glaube, wir fahren irgendwie am Wasser. Das wär irgendwo baden, ja. Schauen wir mal, wo wir hingehen. Gute Idee. So, wir sind im Gomati Beach angekommen. Ja, ist eigentlich der Wavespot von Limnos. Ja. Aber es ist jetzt flach, es windet nicht. Wir können baden. Wir schauen hier mal ums Eck. Ja. Da ist was mehr los, glaube ich.
ich bin eingerostet. Mein Hintern ist eingeschlafen und ja. Das war schon eine wilde Fahrt, vor allem das letzte Stück auch. Die Hoppel und so, sitzt auch nicht so komfortabel da hinten drauf, so ein harter Sattel. Und ich bin gespannt, wie wir zurückkommen, aber wir sind da irgendwie die Berg runtergegangen und der Berg hoch. 10 km/h halt. Ja, ja. So, nach dem Baden sind wir in das schöne Örtchen Kotsinas angekommen. Und da gibt es so am Hafen so ein kleiner, netter Bar. Restaurant? Hä? Restaurant? Taverne. Ja, und da holen wir uns ein Frappé, oder? Ja. Das, so machen wir das. Lecker. Schön. Wir sind doch zum Strand abgebogen und lassen uns jetzt am Beachbar gut gehen. Ich liege im Schatten, können gleich Schläfchen machen. Okay. Das ist aber lecker. Ja, das ist gut. Wir haben die Scooters zurückgebracht und sind jetzt auf dem Heimweg zum Spazieren. Ja. Und ich habe beim Baum schon einen Granatapfel gefunden. Ich bin gespannt, ob der reif ist. Der sieht klein aus. Aber der sieht klein. Ah, gut. Die machen wir schon mal in der Tüte. Und jetzt halten wir an bei einem Feigenbaum. Feigenbaum. Und wir schauen mal, ob wir ein paar reifen Feigen. Ja, reif sind sie alle, aber also, schon aufgeplatzt. Also, wir schauen mal, ob wir keine überreife Feigen finden können. Ja. Abwaschen. Schau, da kommt nämlich sowas raus. So. Also Sabber. Ah, ich glaube hier an dieser Seite, ja. Mal schauen, was das macht. Ui. Weiß nicht, der ist so abgebrochen. Meinst du das noch gut? Weiß ich nicht. Wir können es mal probieren, kommen. Es ist gut, ist klein. Okay, dann können wir wieder weiter. Wir haben Runde um den Baum gedreht. Ja, die Flaschen wieder mitnehmen, die wir da abgelegt haben. Ja, nehme ich mit. Und dann geht's weiter. Nochmal ein neuer Baum. Und hier hängen noch echt größere dran, ne? Ja. Und auch so dunkler mehr. So wie es sein muss. Schau, wo der Saft so rauskommt, wie aufgeblattet. Ja. Und wir pflücken unter strahlend blauem Himmel.
ja, ein paar leichten Schlägen, ja, genau, mitgenommen. Und jetzt sind wir unterwegs. Wir fahren. Ja, wir haben hier, oder wir verlassen gerade die Keros-Bucht und machen uns auf den Weg nach Myrina zum Hafen. Und ja, dann geht's aufs Festland. Diese Fähre fährt über Nacht. Ne? Ja. Wir kommen morgen früh um so 7 Uhr, müssen wir dann so in Athene oder Lavrion ankommen. Genau, das ist bei Athen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, wir freuen uns, dass es jetzt weitergeht. Nach einem Monat eigentlich am gleichen Fleck. Hat sehr gut getan, runterzukommen. Und man hat jetzt wieder Lust zu reisen und neue Sachen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, let's go to Festland. Genau. Peloponnes. Peloponnes wahrscheinlich, ne? Wird's, was wir entdecken gehen. Peloponnes wird's. Ja, ihr werdet es dann herausfinden. Wir sehen aber uns nächste Woche. Ja, dann wieder. Macht's gut, bis dahin. Super. Und Dag. Du. Ciao.